Ja, so. Alles gut. Geht schlafen. Dann wieder Feuer. Ja, ja, wir brauchen erst noch Feuer. Wir machen es noch muckelig gerade. Kannst du auch draußen aufstellen, muss ich in der Nähe sein. Also es muss halt in diesem Kreisbereich sein, der dir angezeigt, wie du den Hammer hast. Weil der steht halt für die Reichweite von deinem... So. Hä? Wenn's nichts in die Waffe. Ich hab doch grad 10... Ja, weißt du, woran das wahrscheinlich liegt? Weil es reinregnet bei uns an der Kochstelle. Scheiße. Welchen Kamin habt ihr da? Mein Kamin ist super. Ich hab was für dich. Schmeiß über den Kamin drauf. Jo. Warte, ich kann mich vielleicht oben drauf stellen. Dadurch wird's nicht trockener. Ja, gut, wenn die rumalbern, dann brauche ich ja auch nicht pennen. Junge, ich alber nicht rum, ich mach den Kamin bei mir gerade zu. Ich bin Jolle Power, ich muss immer meckern. Ja, du bist hier derjenige, der rumzappelt. Dann bauen wir schon mal Hackklotz. Also Jorik, jetzt mal zur Seite bitte. Ah ne, warte, bauen wir. Jetzt bauen wir nichts. Wir machen anders. Ja, unser Haus. Es hat auch nicht das beste Wetter, um gerade am Dach rumzudoktern. Nein. Wenigstens kann ich ein bisschen springen. Jetzt, oder? Ja. Hoffentlich. Du hast, glaube ich, gerade eine Truhe kaputt gemacht. Nee, doch nicht. Ah, jetzt. Ja, wir haben Feuer. Ja, aber jetzt nicht mal reinregnet auf das Ding. Wobei, ich bin nicht 100% zufrieden damit. Geh einfach schlafen erstmal. Wie geht's den Bienen? Oh, die haben Honig. Also eine. Honig. 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 Da hinten. Honig. Es dauert noch ein bisschen. Sicherlich. Ja, ja, und ich würde dann anfangen, bald ein neues Haus zu bauen, wo wir dann unsere Werkstatt... Sollen wir nicht irgendwie ein Werkstattshaus bauen, wo wir unsere Werkstatt sozusagen reinbauen, mit Schmiede später und alles mögliche? Ja... Brauchst aber ein bisschen weiter weg. Ja, nee, dann müssen wir nicht ganz so weit laufen. Ach ja... Ich bin eigentlich hier am gearschtesten, weil ich einfach... Splitterpower nackt draußen stehe. Also, bist du schon wieder nackt? Er ist die ganze Zeit schon nackt, weil er keine Kleidung bekommt von mir. Guck mal, ich hatte meine Kleidung. Oh. Ich bin ein Tank. Warte, schaffe ich es vielleicht noch, das Holz aufzusammeln? Ja. Hier kriegt nochmal Abfall. Ist hat Dose gefallen. Warte, haben die bei uns wieder das Dings zugemacht? Wir haben überhaupt nichts gemacht. Hä? Tür. Achso, aus. Bist du gerade am Braten noch? Nein. Gleich einmal. Oh, das sieht gut aus. So, das kann man wegfallen. Sonst kommen die raus noch gucken. Ich wollte mal hier noch ein kleines Geschenk. Geil. Wir können auch ihr Haus verbrennen. Wir können auch ihr Haus verbrennen, dann sind sie gezwungen. Lohnt sich nicht, ihr Haus zu verbrennen. Ah, schade. Es ist Jolle Power, es ist eine Frage der Zeit, bis das Haus verabfackelt wird. Ich hab dir was in die andere Truhe gelegt. Brauchst du noch ein bisschen Holz? Ich hätte noch was. Hinter dir, bei deinem Bett, Truhe. Odin! Mach ordentlich Wetter! Bei deinem Bett. Pfeile. Echt stark. Das ist ja stark. Warum gehen diese Baumtypen und gegen Oger? Brauchen wir eben kurz eine Treppe. Danke. Odin hat wirklich Odin zugehört, ey. Krasser Scheiß. Hatte mich sofort aufgehört zu regnen. Oh, könnt ihr bitte mal... Nein, wenn du musstest du, glaube ich, zu Thor reden, weil der ist der Typ, der eigentlich Unwetter hier verursacht. Thor macht das Wetter. Passt schon. Irgendeiner hat zugehört.
Ja gut, seid ihr bald fertig? Ich habe mit Odin geredet und er hat gesagt, ey, scheiß Sohn, hier, mach mal ordentlich Wetter. Mach mal ordentlich Wetter. Picknickzeit. Okay. Ja. Ah, und ich finde, das ist eine gute Sache, so lange zu bauen, bis es nicht mehr regnet. So, jetzt können wir schlafen. Was hast du da gebaut? Gegen Face in Bett und beurteile nicht das, was deine Nachbarn machen. Verpiss dich! An der Seite kann immer noch reinregnen. Du bist wie so eine kleine Bazille. Gut, ich weiß. Also ich fand's eigentlich sehr. Du trägst von einem großen Baum, der die Nacht durchbricht und gen Himmel wächst. Die eine Hälfte seiner Äste steht in Flammen, die andere besitzt grüne Blätter. Ja, das ist Yggdrasil. Ja, Jodo, wenn du mal hier bleibst, will ich mal schauen, dass ich uns noch ein paar neue Sachen zog. Warte. Und wenn du Zeit hast, kannst du auch mal zocken. Warum sieht das so scheiße aus? Ah, ja, das kann ich nicht vergessen. Es sieht aus wie so ein Zusatz. So. Ich frag mich eigentlich jetzt, wie der Set drauf reagiert. Die ganze Zeit den Turm baut, wieder abreißt. Geh mit den anderen weg. Nein, nein, ich finde dir dein Vorhaben sehr gut. Ich finde auch eigentlich das Haus sieht sehr schön aus. Ich finde aber. Ich find's geil, wie du es umsetzt. Okay. Nein, ich brenne. Komm mal runter, Vincent, komm mal runter. Vincent, du brennst. Und ich finde, das hast du auch verdient. Warte mal. Ich kann mir das nicht mehr mit dem Jungen angucken, Alter. Komm her. Ach. Hast du mir aus dem Clan-Team gemacht? Nein. Ach, uns kein Leder geben wollen, aber Klamotten geben. Danke. Wer liegt denn da unten auf dem Boden? Ach, so. Was ist das? Alter, ich hab gehört, dass was kaputt gegangen ist. Boah, wenn ich runterkomme und irgendwas kaputt ist, ne? Da hast du... Ah, du kannst meine alte Dings haben, meine alte Hier liegt eine Leiche in dem Dings. Das ist Vincent. Den haben wir zwischendurch mal gekocht, als wir Hunger hatten. Ah, ich hab dir mein Hemd gegeben, bitte gib mir das wieder! Warte, ich hab mir noch ein zweites Hemd jetzt. Ah ja, okay, dann nehme ich das von Wolfgang. Ja, warte, hier. Oh, endlich mal bekleidet. Danke. Ein glückliches Ende. Jordel, du hast den Knüppel, gell? Was für ich hab keinen Knüppel. Doch, so den ganzen Holzknüppel, oder? Ja, hab ich nicht ausgerüstet. Hier, nimm mal den mit. Wenn mal alles funktionieren, Alter. Brauchen wir jetzt halt vielleicht. Ja, was wollen wir denn jetzt wieder machen? Wir gehen jetzt in den Black Forest. So können wir es machen. Nein, jetzt nicht. Warum denn nicht? Was will denn der Rabe von mir? Mashallah, geh weg. Ja, wir können jetzt in den Black... Ja, Items holen. Oh, was? Du hast es erweitert. Natürlich habe ich das erweitert. Oder sollen wir erstmal... Okay, warte. Natürlich dann machen wir erstmal eine Werkstatt, bevor wir in den Black Forest gehen. Aber da kriegen wir neues Zeug. Weißt du, unser Anwesen muss immer besser aussehen, als das von dem hässlichen Nachbarn da drüben. 50% des Streams wurden mit dem Bau des Abzugs gebraucht. Also irgendwie stimmt das ja auch. Aber dafür, wir haben nicht so einen Rauch im Haus wie die Nachbarn. Wir haben doch keinen Rauch im Haus. Wir hatten nur Rauch, weil ihr unseren Kamin zugebaut habt. Ach, so ein Unsinn. Sowas wird niemals machen hier. Hey, ihr habt immer noch Rauch im Haus. Komm mal hier rein. Dann sieht das Chat, das Stream auch mal. Dann sieht der Stream auch, wie kacke das andere Haus ist. Oh, Blockbank Level 2. Alter, raus aus unserem Haus! Vor allem, wir haben keinen Rauch im Haus, das ist so einfach. Das ist das Holz, das atmet. Es atmet. Es raucht ein bisschen. Warte. Alter. Wie Mann, kannst du aufhören? Ja, als eine Kirche bauen oder was? Was habt ihr eigentlich? Ich darf da mein Haus bauen, wie ich will. Was ist das hier für eine Diskriminierung? Ja. Willst du das Christentum verbreiten oder was, hä? Komm, mein Junge, auch für Leute wie dich haben wir ein Zuhause. Du musst nicht in der Hölle enden, wie es geplant ist. Du brennst in der Hölle. Ja, Jordel. Wenn, dann brennst du in der Hölle.
Boah. Und auch euer Haus. Nein. Vincent, wenn du allein bist mit ihm, kann ich dir nicht mehr helfen. Er weiß doch nicht mal, wo ich wohne. Das findet er in 5 Minuten raus. Jo, der ist sowas wie ein Meisterspion. Er hat mich erstmal gefragt, in der Nähe, welchen Fluss es ich wohne. Ich habe gesagt, nein, das sage ich nicht. Jetzt kommt er nicht. Warum habe ich eigentlich hier die Fackel an? War schon ein Eisenhelm? Nee, Lederhelm. Das ist ein Lederhelm. Der hat einfach einen Helm. Lederrüstung. Ja, Junge. Ja, ich muss jetzt auch mal erstmal wieder ein bisschen Holz sammeln, bevor ich was anderes machen kann. Ich werde ein bisschen hier Viecher jagen. Will jemand mit mir einen Dungeon machen? Boah, jetzt geh nicht ohne uns in den Dungeon. Junge, wir wollen erstmal ordentliche Rüstung haben, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Brauchen wir nicht. Wir haben ja schon einen. Nein! Vertraut mir doch. Ich habe immer noch die Trophäe. Ich glaube, du sollst mit dem Dungeon machen. Du musst nur das machen, was ich dir sage. Wow. Hast mich jetzt beinahe getötet. Mir ist auch ein Baum auf den Kopf gefallen. So, ich helfe dir mal ein bisschen. Ja, stimmt, ich bin ja richtig gut im Holzfällen, weil ich habe ja übelst viel. Oder wir bauen jetzt erstmal eine Werkstatt, bevor die sich jetzt beschweren. Ja, ich finde das halt doof, wenn jetzt ohne uns in den Dungeon geht. Tut mir leid, dass ich meine Meinung kundtue. Vorsicht, du stehst auf der falschen Seite vom Baum, denke ich mal. Nein. Ja, weil du den jetzt von der Seite angeschlagen hast. Ich will auch sowas haben! Hast du schon. Hab ich schon. Ja, wie geil! Deshalb wollte ich ja den Dungeon gehen, damit wir eine Schmelze bauen können. Vorsicht. Wie gut bin ich denn? Ah, ich hab jetzt meine Axt. Ja, Jodl, Stein musst du nicht holen. Wir müssen Zinn und Kupfer holen. Ja, dafür müssen wir ja erstmal, Minenarbeit machen. Ja, und das machen wir im Black Forest. Und der Black Forest ist genau nördlich von uns, da waren wir ja schon drin. Ja, und da möchte ich reingehen und einen Dungeon clearen, damit wir die Schmelze bauen können. Hol dir Natron. Nö. Hier, brennt in der Hölle, ihr Mistviecher. Oh, ey. Ich finde, die haben Angst vor Feuer. Das ist das Schönste. Natürlich, die machen auch gar kein Damage. Die brennen auch. Ich hab sie verbrannt. Stirb, du Drecksvieh. Ja. Warte, ich hätte noch ein bisschen was mit Kochen. So. Gut. Ja, dann bauen wir hier eine Werkstatt hin. Können wir unsere Schmiede reinbauen und unsere Sachen. So, komm Fleisch, wird gut. So. Jetzt. Nein, sind beide. Ah. Noch ein bisschen mehr Fleisch. Aber das ganze Holz da vorne in der Truhe. Hier ist das ganze Holz. Ja. Willst du mal oder soll ich? Nein, mach du mal, ich muss was essen. So. Ich koche uns währenddessen ein bisschen was zu essen. Mach das. Und wahrscheinlich gleich, ja. Zack. Zack, zack. Jetzt gleich nochmal 2. Brauchst du noch ein bisschen Holz? Ja. Nicht du, Jordel. Nee, Holz brauche ich nicht. Alles gut. Okay. Oh, ich weiß, wie ich es brauche. Ah, jetzt habe ich gegrilltes Neckschweif. So. Neckschweif. Gegrillter. Ah, du hast den Holzschild gemacht. Nein, das habe ich schon immer im Inventar gehabt. Keine Ahnung, wo es herkommt. Warte mal. Ein Schild. Dafür brauchst du auch ein paar Lederschnipsel noch. Ja, ich weiß. Ich werde erst mal gucken, was eigentlich besser ist. Das eine hat halt ist schränklich in Bewegung weniger, ein hat aber mehr Blockwert. Du kannst auch 2 Gestelle auf ein Lagerfeuer setzen. Du kannst auch 3 auf eins machen. Na, guck mal, jetzt die Profis.
die Profis giften sich gegenseitig an, was man alles hat und was nicht. So, was brauche ich denn? Ja, ich brauche 6-mal entweder den kleinen Putzschild oder... Na komm, da gehe ich wieder ein bisschen. Wenn ich ein bisschen weniger fahren muss auf das... Respawnen eigentlich Feuersteine und sowas? Oder sind die dann einfach leer? Ja, ja, brauchst du irgendwann nicht mehr. Jetzt brauchst du jetzt noch Feuersteine. Für eine bessere Axt, wie zum Beispiel meine Axt. Ja, okay, später brauchst du sie vielleicht wirklich nicht mehr. Ja, ihr könnt welche von uns haben. Okay. Nein, ich will nicht liegen. Ich bin der Bogenschütze hier. Okay. Hä? You're out of arrows. Hä? Guter Bogenschütze. Ey, nee. Dann gibt's halt Nahkampf. Ja, mach mal. Dann stirbt er wieder. Ich bin der Bogenschütze. Oh, keine Pfeile mehr. Dann gibt's Nahkampf. Danke. Ich brenne! Ich brenne! Shizu für dein ja, Twitch Prime Abo. Der Dungeon war, glaube ich, hier in der Nähe, oder? Dungeon hatte ich markiert, der ist da oben. Da ist aber nicht der Dungeon vom Dunkelwald. Das ist ein Dungeon, der noch zum Grasland gehört. Ja, die gibt's in beiden. Aber ist da das ein dunkler Eingang? Mit so einem Skelett, ne? Das ist Skelette, ja. Okay, dann, ja, wollt ihr das, sollen wir den jetzt machen? Wir können da eben reingehen. Ja, immerhin habe ich jetzt ein Schild. Immerhin habe ich jetzt meine Lederrüstung. Ich kann eben beschwerst nicht, wenn ich reingehen will, dass ich euch nicht... Halt, fragt uns ja, du willst aber direkt halt in den schweren gehen. Nein, ich will doch in den reingehen. Ja, in den können wir doch reingehen, habe ich doch gesagt. Du hast vorhin gesagt, ja. Nein. Gern geschehen. Du hast dich nur beschwert, dass ich los wollte und nicht gefragt habe. Ach, ihr habt bestimmt meine Pfeile genommen. Keiner hat hier deine Pfeile genommen. Ja, ja. Ja, dann komm, wir gehen mit. Du brauchst nur einen Knüppel. Den Rest mach ich. Auch egal. Du tötest alle, ich block alle. Ja. Nein! Doch, ist auch gut so. Warte mal, ich höre hier was. Ja, es sind hier die... Die Hirsche. Jetzt bin ich wenigstens ein bisschen besser ausgerüstet. Oh, der Rabe. Ja, der Rabe erzählt dir, was ein Dungeon ist. Oh. Nee, bei Vincent erzählt er erstmal den Anfang. Warte mal. Warte. Wir warten jetzt kurz auf die anderen. Danke. So. Remember to be. Weil wir ja nicht so wie die sind. Meine Fresse! Ich hab dich kurz baff. Alter, du hast das Schild getötet. Stimmt, ich könnte eigentlich auch meine Axt ausrüsten. Hier gibt's nochmal so ein Opferaltar. Okay, nice. Soll ich was opfern? Nö. Nein. Nein, du kannst einfach kommen. Ich bräuchte höchstens halt ein bisschen Leder. Entweder 4 oder 6 Leder. Er blickte nachdenklich in die Ferne. Gut, warte mal, schaut hier, oder? Bis ein lederbewaffneter Mensch kam. Vor allen Dingen, der sieht schon richtig aus wie ein Krieger hier. Grabkammer der Grabkammer. Ich werde auch mal ein bisschen Licht machen. Du kannst die Tür hier links auch öffnen. Oh, hier sind Du kannst gelbe Pilze aufsammeln. Meine! Weg! Wer ist hinter mir? Mit der Fackel? Wo bist du denn? Ich. Ich mag, wie koordiniert wir sind. Rein, alle rein. Oder auf das Diener nicht kloppen. Ich blocke. Einfach das Diener zerstören. Was macht denn ihr? Ich kloppe! Ich klopfe! Ich bin tot! Ich hab auch wieder eine gekloppt. Was tötet ihr uns? Ihr tötet mich nicht mit der Fackel. Oh Mann. Ja, aber sonst hab ich kein Licht. Mann. Ich mach doch nicht mit der Fackel. Ihr müsst mit dem Stock klopfen. Ne? Ihr habt mich verbrannt. Endlich passiert mir was Gutes im Spiel. Lass meinen Loot in Ruhe, Schweine. Und er ist tot. Ja.
Mal gucken, was Joel so hatte. Ich bin nicht gestorben. Wolfgang, die wollen mein Loot. Ich hab unser ganzes Essen da drin. Jetzt hab ich Junge, ich will dein Loot. Ich hab nur reingeguckt. Amber? Was ist... Amber. Okay. Ja. Ja, gut. Wir lassen es hier liegen, okay? Ja, komm. Wir gehen ein bisschen weiter. Nicht mit der Fackel auf andere klopfen, bitte. Klopfen. Ich werde hier ein bisschen hinter dir Licht machen. Danke, tschüss, bis dann. Die anderen Ecken. Ja, es war doch hier noch irgendwo eine Tür, oder? Oder war es schon links? Nee, das war die Tür, die wir jetzt aufgemacht haben, und links konnte man auch noch lang gehen. Hier ist noch eine, hier ist noch eine. Hier ist noch eine. Ja. Hallo, hier. Ihr sagt, ihr nehmt eure Knüppel in die Hand, bitte. Oh, Knüppel, okay. Nö, ich nehme lieber Axt. Ja, eine Axt macht. Aber nichts, was mich anzündet, bitte. Ich geh zurück, ihr könnt einfach draufklopfen. Ich warte, bis ihr tot seid. Hinter dir, Wolfs. Ja, ich hab den schon geblockt. Okay, ich blocke. Na komm her. Oh, traut er sich nicht, das kleine Skelett. Da, der ist tot. Warte, so, jetzt nochmal nicht. Hauptsache, Wolf ist immer zuerst an den Truhen. Das denn auch, was so, da warte. Drin ist, oder ist das einfach... Ja, Rubine, Federn und sonst... Okay, der Rubin ist für mich, ich bin einmal gestorben. Ja, hier ist das einfach Tür. Zwangsloot. Da geht's runter. Da links, da ist aber noch eine Tür in die Richtung hier. Wir sollen nicht mehr aus vorne gehen. Ja, wollen wir nicht erst hier in die andere Richtung gehen, wo noch die Tür ist? Ah, warte. Hier hinten ist nichts mehr. Wo ist denn mein... Das ist da, wo du gestorben bist. Links, links. Ja, es ist alles dunkel hier, ich habe keine Fackel, danke. Warte, ich hab's wieder, Jorde. Da ist noch eine rein. Tür. Gegner sind keine mehr. Ja. Ah, Daddy's Girl. Okay, wir warten hier. Die Sache musst du neu anziehen. Was machst du? Kämpfst du schon? Es fehlt Fleisch. Noch kämpfe ich nicht. Okay, lass ihn vor. Weil er ist zurzeit der Stärkste hier. Wo seid ihr denn lang, Alter? Aber auf die andere Seite gegenüber. Na, wir kommen da nicht rein, Wolfgangson. Warte. Ich komm auch gerade zurücklaufen. Ich stehe mit der Fackel. Hier. Also, Leute. Ja, ich sehe dich. Hier. Verbrenn mich bitte nicht. Ich verbrenne die schon nicht. Ja, das war's, glaube ich. Mehr ist hier unten nicht. Ah, hier ist eine Kiste, die leer ist. Okay. Ja, weil die schon. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch geradeaus durchgehen. Erstmal. Nee, wir haben alle. Geradeaus durch ist nix. Wirklich? Ja, geradeaus durch war nur links und rechts direkt Abschluss. Also nichts mehr. Das war's? Ja. Ja, was hast du denn erwartet, Raid? Hat jemand von euch die Sterling Cores gefunden, also so rote Vierecke? Ich hab gar nichts. Ich hab einen Rubin gefunden, sonst nix. Ich hab vier Pilze. Ich hab drei von diesen Cores gefunden, aber wir brauchen fünf, um das Smeltery zu bauen. So, wie viel ist das jetzt so? 23, 27, okay. Schlafenszeit? Brauche ich nicht, weil morgen eine Videokonferenz nur von 13. Stopp! Ja, danke. Ja, Wolfgang tötet ihn einfach mit seinem Blick. Ich habe keine Ausdauer zum Schmeißen, wenn ich Speer. Ja, wenn ihr auch einfach auf das Stopp reagiert hättet, wäre auch gut gewesen. Ich hab's reagiert. Ah, nee, das ist von dem. Das ist ja einer der Altare. Aber schön, dass du ihn beschießen konntest. Es sind Ferien, wird übrigens im Chat geschrieben. Hä, es ist Corona, ich hab die ganze Zeit Ferien. Nein.
Nein. So stimmt das nicht, Jordi Power. Naja. Wir haben trotzdem immer noch Schule. Ja. Also ich muss morgen einmal zur Post gehen und dann... Semesterferien sind nicht für einen 15-Jährigen. Ah! Das ist nochmal ein Reh. Und nicht getroffen. Hey, komm her. Traurig. Oh, ich hab ein Reh einfach nur so erschlagen. Ohne Bogen. Wenn du nah genug rankommst. Ja. Oh, und ich hab auch eine Hirschtrophäe. Du bist aber so klug. Jetzt bitte schlafen gehen gleich. Es sind auch nicht überall Semesterferien. Das ist auch richtig. Ja, nach Bundesland ist Bundesland anders. Ja, ich meine doch nicht ernsthaft, dass Studenten jetzt dieses Semester studieren. Also. Wir haben auch nicht verstanden, dass man dem Streamer den Loot überlässt, damit der zeigen kann, was es so alles gibt. Nö, Wolfgangsson ist doch der Streamer. Wolfgangsson. Ja, warte, ich kann's ja auch schon. Warte. Ah, guck mal, ein rotes Ding. Wie ein rotes Davon Ding. Davon brauchen wir 5 Stück, damit wir das Magic bauen können. Ansonsten gab's nichts Neues. Ja, hab ich gesehen. Ich habe auch die Rezepte da freigeschaltet bekommen dadurch. Aber ich mache mir daraus natürlich einen schönen Hut. Und was willst du bauen? Den Schmelzofen, den Kohlemeiler? Schmelzofen wahrscheinlich, ne? Schmelzofen. Wir bauen beides eigentlich. Wie viele Bienenstöcke wir haben, ist das einfach so. Hab ich gerade jemanden. Ja, wir haben dich gerade verprügelt. Ja, ja. Oh nein, ich habe vergessen, meine Wäsche aufzuhängen. Kann man eigentlich einfach so Schlaf schlagen? Du willst doch nur in meinem Bett, Alter, Schwein. Was ist jetzt passiert? Wollten wir nicht ein Bauhaus bauen? Bin ich dabei? Bauhaus? Ja, wollen wir nicht erstmal schlafen gehen? Überleg doch ein. Ja. Ich blieb doch im Bett. So. So. Ich lieg nicht im Bett. Ich lieg im Bett. Bin doch gar nicht müde. Irgendwas greift unser Haus an übrigens von draußen. Ich wollte dir nur Bescheid geben. Ah ja, das ist der erste Forest, der erste Raid. Ihr müsst schon rauskommen und kämpfen. Für die Brandpfeiler. Scheiße, ich schlage ihn nur mit meinen Fäusten. Fäuste hinter dir ist ein Giftvieh. Ja, ja, ich hab's gerade gesehen. Ich muss noch kurz meine Keule ausrüsten. Und meine Torch. Attacke! Scheiße, vergabt mich. Ja, gut. Ich setz mein Leben ein. Geh doch weg, wenn du zu wenig HP hast. Ich war sowieso vergiftet. Also es wäre es wäre sowieso aussichtslos gewesen. Ich komm sowieso gleich, also das hier ist ja nicht gerade sehr weit von. Wolfgang, du stirbst gleich. Ich weiß. Ja, das ist scheiße hier. Warum ist das scheiße? Wir kämpfen gerade auch gegen 2. Ich komm zu dir. Ja, gegen 2, also ich kämpfe gegen 8 oder 10. Da kann ich doch nix. So, erstmal. Ich bring mal was mit! Ach du Scheiße. Der Blut ist. Können Sie nicht aufs Haus! Von oben schießen! Alter, sind hier viele. Oh Gott. Ja, die bewegen sich. Oh, die bewegen sich einfach so im Zickzack, das ist kacke. Bei mir ist ein Schamane, weg mit dir. Du Hund. Oh, 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 oh. Alter, sind ja viele. Der Wald ruht wieder. Ja, ich bin offen. Ey, haben die mich umzingelt? Hauen die jetzt ab? Ne, die verfolgen mich alle. Ja, sterb jetzt einfach einmal und dann. Nee, du! Du bist doch schon. Lass die Starken gestorben. Für den Streamer übrig, die, wir wollen den Kampf sehen. Hallo? Ja, die können ja hierher kommen. Oh, hallo Krähe. Sag mir jetzt nicht. Oh, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Oh, das war ein Crit. 78 Schaden. Ah, wundervoll. Ich kämpfe gerade immer noch mit Viecher.
Uralte Samenmaterialien. So wieder die Rüstung. Ich helfe dir, Wolfgang Zorn. Oh, Alter, der läuft jedes Mal weg, der Wichser. Ich komme. Und der letzte Pfeil. Bam. Okay, ich bin auf keinen Fall Fernkampfspezialist. Oh, ich bin vergiftet durch die Bienen. Ne, die Bienen greift dich doch gar nicht an. Doch, ich hab den Bienenstock aus Versehen erwischt. Warum greifst du auch den Bienenstock an? Ja, richtig, warum greifst du einfach den Bienenstock an? Weil das Vieh genau beim Bienenstock stand. Neues Material. Cool. Können wir jetzt schlafen? Ja, bitte. Ja, ich will auch endlich mal pennen. Geh weg, raus hier! Ich brauche eure Werkbank, weil unsere nicht geupgradet ist. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich auch. Knüppel. Pass auf, er hat seinen Knüppel ausgepackt. Ja, ich hab meinen Knüppel in der Hand, ey. Und steht hinter Knüppel dir. Aus dem Sack! So, wie grade ich jetzt diese Bank ab? Das machst du mit dem Bauhammer und da müssen wir. Aber lass gut sein, weil wir machen ja eh jetzt gleich ein Werkhaus. Dann sind die Werkbänke in den eigenen Häusern jetzt nicht so wichtig. Ich kann jetzt sowieso einen Hammer bauen. Schlafenszeit. So. Und wenn du unser Haus verlässt, schließt du bitte die Tür. Nö. So, warte, ich mach eben jetzt nur noch schnell einen Hammer. Dann kann ich ein bisschen noch. Weil ich habe bisher mir noch gar keinen Hammer gebaut. So. Wir können auch dann in das Gemeinschaftshaus dann irgendwie die Truhe machen und alles mögliche reinlegen. Richtig. Damit wir uns gegenseitig beschuldigen können, dass Leute Sachen geklaut haben. Ja, perfekt. Ich schieb die Schuld immer auf Vincent. Hä? Warum denn nicht? Weil du immer stirbst. Andere. Ja, klar. Weil ich sterbe. Ich finde doof, wie das Spiel mich beschränkt in meinen Möglichkeiten. Ich will mir... Könnt ihr mal bitte einen hinlegen? Ich will die Bernsteinperle essen, aber ich darf das nicht. Warum? Erklär mir das bitte, Wolf. Was? Warum ich die Bernsteinperle nicht essen kann. Die kommt ja eh wieder raus. Weiß ich nicht. So, jetzt, ich hab mal. Würde ich ein Survival-Spiel machen, dann könnte man das. Kannst du eins machen. Wenn ich den Leuchtepilz esse, leuchte ich dann? Ja. Nein. Dann leuchtest, wenn du raus. Okay, wenn du den Pilz kann man essen. Dein Magen ist voll. Ah, ja, okay. Also ich versuche mal alles. Zu essen? Ja. Dann stirbst du nur. Genau. Oh, wir brauchen Holz. Ich geh mal Holz hacken. Ah, ich hab keine anderen Fleischsachen mehr. Was klappt gegen unsere Wand die ganze Zeit? Warum hab ich gerade so ein Zischen? Du brennst. Nein, das Essen ist fertig. Richtig, dann ist das Essen fertig. Dann musst du es von der Feuerstelle holen und nicht verbrennen lassen. So, jetzt so, hopp. So, welches Kackvieh stirbt mir? Ne, ich dulde hier kein Geklirre. Gut. Für Ruhe. Baumfeld! Oh, hier ist ein Rabe. Der sagt mir bestimmt nicht, dass er Wald angreift. Ach so, der sagt mir nur, dass er... Baumfeld? Alter. Unser Abzug ist vollkommen zugequalmt. Ja, aber wir sterben nicht. Das ist ganz gut. Nein, guck mal. Ist ja doch schlimmer als bei denen hier im Haus. So musst du den Gestank von Pascal nicht ertragen. Ja. Ah, euer Haus ist ja... Gut, dass ich nicht stinke wie Jordi Power. Ich stinke nicht. Feini, mach mal selber die Tür zu. Und sei nicht mehr muss ganz kurz... Ich möchte nur gucken, ja. Aber warte, nicht die Werkbank da. Okay. Da kann man Feuer... Was machen wir? Jagdtag? Nein, ich farm jetzt. Das wäre ein Jagdtag. Was ich mach jagen. Ja, aber ich muss auch, glaube ich, besser jagen. Oder was? Ja, hallo? Ob du einfach eine Spitzhacke schon gemacht hast? Ich habe meine ganze Rüstung gejagt ohne Bogen. Nur mit meinem Speer. Und mit deiner Agro.
Okay. Das haben wir so gemacht und dann sind die abgehauen. Und ins Feuer gerannt. Hatte ich direkt ein Steak. So, ich mache erstmal ein paar Pfeile für mich. Wieso denn nur für dich? Du bist ja voll egoistisch. Er ist nicht egoistisch. So, oh Mann, der fehlt genau. Ah ja. Das reicht aber erstmal aus dem Bogen. Krass, der Baum hätte mich jetzt erschlagen. Was machst du denn? Er baut einen Keller wahrscheinlich für dich. Damit du dich nicht umgewöhnen musst wegen dem Lebensraum. Baut ein Haus. Scheiße. Oh, Pascal, Alter, man könnte wirklich denken, du bist pädophil. Warum? Warum ich? Es ist der Keller. Er hat doch die Sorgen von dir. Oh, Scheiße. Okay. Vor allem kann es überhaupt nicht passieren, weil Wolfgangsson ist ja kein Niederländer. Hast du gerade alle Niederländer als pädophil bezeichnet? Das war früher. Früher waren, sag ich mal, alle schwarzen Witze. Hatten mit dieser komischen Niederländer-Geschichte zu tun, die so durch die Nachrichten ging. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja, das muss ich klippen, Alter. Oh mein Gott. Es ist nämlich etwas sehr hilflos an, weil ich bisher noch überhaupt gar kein Sommerhörspiel gespielt habe. Ah ja, mein Gott. Waren das nicht Belgier? Ach, es tut mir leid, es waren Belgier. Oh fuck, Alter. Tut mir leid, ja, Niederlande. Aber da hast du recht, da kommt doch einer dieser Detrus oder Detrus. Ja, das war eins der ersten großen Fälle, glaube ich, irgendwie. Oh mein Gott, ey. Also nicht der ersten großen Fälle, aber das war halt, sag ich mal, sehr medienpräsent damals. Erste Pädophiler ist ein Niederländer. Hey Vincent, wo bist du? Na, beim Imperator. Du musst auf diese Frage nicht antworten. Ah, hier setzt du weg. Kann mal jemand Holz hier reinschmeißen, bitte? Ja, wo denn? Ich komme sonst nicht mehr. Ja, mein Loch hier. Scheiße, wir müssen damit aufhören. Danke. So. Vincent, übrigens sind wir, glaube ich, effizienter, wenn wir getrennt jagen, weil wir sonst. Du kannst ja meist nur ein Tier anschießen und dann rennt das andere weg. Nee, der verläuft sich oder stirbt sonst. Ja, das stimmt. Das tut mir leid. Du? Bleib lieber in meiner Nähe. Dann kann ich wenigstens darüber lachen, wenn du auf Distanz stirbst. Nein, nein, wir versuchen so von zwei Seiten. Komm mal jetzt nicht her, Wolfgang. Okay. Nicht rauskommen. Weil ich sehe dich ja. Typisch Deutscher, interessiert sich nur für Niederlande und Belgien, wenn er durchfahren muss. Wo willst du denn da hin, wenn du da durchfährst? Meer. So. Er hat ihn alleine in den Wald geschickt, wir werden ihn nie wiedersehen. Ah, da drüben ist ein Wildschwein. Nein, du bleibst weg! Da ist du bist also weg. Ich wollte schon sagen, da ist ein Reh, aber du hast recht. Oh mein Gott. Aber ich hab's wenigstens erkannt. Ich treff den scheiß Wildschwein nicht. Da ist ein Reh. Nein, hier ist ein Wildschwein. Ja, mach die Wildschweine, ich geh hier zum Reh. Hä? Was ist denn? Hä? Lol. Was? Es gab. Es hat. Oh, das ist ja gemein, es gab gar nichts. Das ist ja voll der Betrug, ey. Ach, das bist du, Vincent. Ich dachte gerade, das ist ein Tier. Kann man eigentlich auch zwischen die Bäume schießen? Ja. Warum sollst du nicht zwischen Bäume durchschießen? Nein, das wollte nur mal was testen. Die Tiere des Waldes haben sie in der Schule noch nicht gemacht.
Ich denke schon, dass Vincent ein Wildschwein erkennt. Aber man kann durch den Unschärfefilter ja manchmal wirklich auf Distanz schlecht was sehen. Kannst du ausschalten. Oder vorne ist ein... So. Da ist ein Neck. Ja, Necks sind diese komischen Echsen. Mein Gott, du blödes Vieh, stirb doch einfach! Okay, ein Neck greift mich an. Alter, ich schlag gerade die ganze Zeit gegen den Kackbaum. So. Von den Wildschweinen kriege ich überhaupt nichts mehr. Doch. Was? Doch, du kriegst doch immer was da vorne. Ah ja, Leder, jetzt hat das angezeigt. Alter. Hört auf damit, ihr Klang. Oh, eine neue Küste, wo man auch mal wieder Feuerstein findet. Ja. So. Bist ein du? Reh. Stopp. Ich komme. Nein, ich brauch dich nicht. Geh weg. was bist du denn? Oh, langsam mache ich aber die richtige Höhe immer. Oh, Vogel. Nein, auch. Oh, fürs Mann, Jagen und Selbstschlachten. Irgendwas sieht mich. Alter. Okay. In dem Moment, wo ich abdrücke, Alter, bewegt es sich oder was, Alter? Das ist doch gescriptet, Mann. Natürlich. Ja. Das ist, glaube ich. Wenn Jordan Power nähe, dann hüpfe wild hin und her. Ja, macht es wirklich, Mann. Ja, komm. Ja, hier sind Grey Doves. Na, verdammt. Tot. Ja. Hinter mir. Weil wir sind hier jetzt hier schon im Dunkelwald. Wirklich? Ja. Kannst rechts oben ablesen auf der Karte. Ich brauch wieder Holz. Ja. Quasi hinter dir. Nein, ich habe gerade gejagt hier. So, der eine ist tot von den Kratos. Oh, ich habe keine Stamina mehr. Aber ich wollte heute ein langsam. Wir sind ja froh, dass Joel im Spiel joinen konnte. Ich versuche irgendwas zu finden. Hartmann, das stimmt nicht. Ich kann jetzt nur noch essen. Genau. Zack, zack und. Zack. So. Ah, wir haben uns nicht an das gehalten, was gesagt wurde. Dass wir den Spawnpunkt der Skelette nicht kaputt machen, damit wir die weiteren, also damit wir Knochenfragmente wegfarmen können. Was? Aber, also, dass du diesen Spawnpunkt, den wir übrigens zerstört haben, dass wir den nicht weghauen, weil wir dann die Fragmente farmen könnten von den Skeletten. Ja, es gibt ja mehrere Dungeons. Die setzt sich, glaube ich, schon mit der Zeit zurück, oder? Ich glaube nicht. Boah, hoffentlich finden wir mal hier so ein Reh oder noch ein Wildschwein. Bei uns regnet es gerade. Hier auch. Bei uns? Ja, jetzt bei mir. Ja. Oh, nix. Hartes Geweih. So, mal sehen. Stein. Da vorne ist ein Wildschwein. Ja. Ach, verdammt. Ich hab gesehen, wie du versagt hast. Ja, mein Gott, du hast auch was versagt. Ich hab nicht versagt, ich hab's kaputt geprügelt. Ja, ich hab's zuerst. Also bei mir war 50 Schaden von mir. Nein, bei mir waren auch 50 Schaden. So, das hier ist tot. Ich werde langsam besser. Ich glaube, da oben ist noch ein Wildschwein. Da oben hat sich was bewegt. Und da ist noch ein Hirsch. Trophäe gesammelt, Nixon-Trophäe. Na verdammt. Das war unten drunter.
Hör auf, dich zu bewegen. Dort, wo das Gras am Boden wächst und der Himmel hoch oben, ach so, das kenne ich schon. Wird dein Kamin dann zu Hause sein. Da ist noch ein Reh. Da ist ein Hirsch.